Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist endlich Zeit, dass ich mich den letzten Büchern widme im Thriller-Bereich und mich endlich dem Aussortierprojekt jetzt dann final eben widme. Denn das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich wollte das gerne dieses Jahr noch beenden. Deswegen machen wir das jetzt. Die letzten Thriller-Bücher, die ich auf meinen Vielleicht-Stapel gesetzt habe, werde ich heute bzw. in den nächsten Tagen angehen. Und um das richtig machen zu können, wollte ich euch den Unterstützer des heutigen Videos vorstellen. Denn bei so einer Aktion ist es natürlich wichtig, ganz lässig, ganz gemütlich das anzugehen. Und dafür braucht man die richtigen Klamotten. Oceans Apart hat mir in den letzten Tagen 2 verschiedene Sets gratis zugeschickt. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt, also es ist trotzdem meine ehrliche Meinung. Und ich habe lediglich gratis Klamotten von ihnen quasi bekommen. Und eins davon trage ich jetzt auch, das ist das gemütlichere Set mit dem Logo Oceans Apart eben. Es ist ein wirklich gemütlicher und cooler Hoodie. Ich zeige euch gleich noch das Komplettoutfit. In dem letzten Video, das ich euch im i verlinke, irgendwo hier oben, seht ihr dann noch die beiden Sets komplett. Da mache ich so ein kleines Try-on, könnt ihr euch, wenn ihr es möchtet, noch anschauen. Und ja, meine erste Meinung zu den Sets werde ich euch eben auch dann da vorstellen, beziehungsweise habe ich euch vorgestellt. Oceans Apart hat eine ganz tolle Aktion für euch jetzt. Also ich stelle euch quasi mit diesem gratis Klamotten jetzt auch noch eine Kleinigkeit zur Verfügung. Wenn ihr möchtet, schaut auf jeden Fall im Link in der Infobox vorbei. Da bekommt ihr nämlich ein zweites Set gratis dazu, wenn ihr eins bestellt. Also schaut da unbedingt vorbei. Oceans Apart steht für Body Positivity. Das sieht man auch auf jeden Fall auf der Webseite. Und ich habe dieses Set, das ich jetzt anhabe und euch gleich nochmal komplett zeige, auch schon einmal komplett gewaschen. Mein Sportoutfit jetzt auch schon das zweite Mal angehabt und weiterhin ist mein Eindruck echt richtig perfekt und richtig gut. Ich hatte ja so ein paar Kleinigkeiten geäußert im letzten Video. Da stehe ich auch weiterhin noch dahinter. Allerdings ist jetzt gerade auch bei dieser bequemen Hose, die ich jetzt auch anhabe und euch gleich zeige. Wir machen es jetzt einfach direkt. Moment. Hier so, das ist das Outfit. Es ist das Boyfriend Set. Da gehört auch noch ein anderer Hoodie dazu, der aber keine Kapuze hat, also einfach ein Sweatshirt. Das hatte ich auch schon zweimal an und fand ich auch super bequem. Und jetzt hier eben auch die Hose mit diesem Detail hier. Und die sitzt auch meiner Meinung nach richtig gut. Ich finde, sie sieht klassisch aus, aber auf jeden Fall ist sie bequem. Und das ist das, was mir daran so gut gefällt. Ja, wunderschöne Aufnahmen hier in der Küche. Ich weiß, es tut mir leid. Es geht nicht anders. Auf jeden Fall, was mir auch gar nicht am Anfang aufgefallen ist, hier ist ein Magnet und dann ist da quasi noch eine zweite Tasche drin. Seht ihr das? Ich weiß nicht, weil jetzt alles schwarz ist, ist es wahrscheinlich schwierig. Aber da könnt ihr hier euer Handy oder sonstige Wertsachen reinmachen und verliert die nicht so schnell und habt hier halt diese Riesentasche. Es ist gefliest innen drin. Es ist jetzt beim Waschen nicht irgendwie kaputt gegangen. Keine Naht ist aufgegangen. Und bei der Hose hat man das übrigens auch. Also auch hier kann man Wertsachen nochmal, wo war es jetzt? Auf der anderen Seite kann man hier auch Wertsachen nochmal in so eine kleine Tasche reinmachen. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, wie bequem die sein wird, weil die innen drin sehr dünn ist. Und es ist dann doch so ein, ich sag jetzt mal, so ein Kunststoffstoff innen drin. Von außen immer noch super weich und angenehm, nur innen drin war das halt so Kunststoff. Und ich war mir dann nicht sicher, ob vielleicht die Haare elektrisieren dadurch, ob es vielleicht sich unangenehm auf der Haut anfühlt. Aber ich habe das jetzt seit heute Morgen an, wir haben jetzt Mittagszeit und hatte es ja auch schon vorher einen Tag lang an. Kann wirklich nur sagen, ich bin begeistert bisher und freue mich wirklich sehr drauf, diese Sachen immer öfter weiterhin anzuziehen. Und ja, wenn ihr möchtet, schaut mal vorbei in der Infobox. Wie gesagt, da bekommt ihr einen schönen Gutschein von Oceans Apart und von mir. Und ja, jetzt kommen wir zu den Büchern. Los geht's. Hier sind die ersten Bücher, die ich mir geschnappt habe.
Das sind jetzt sogar 6 Bücher. Ich fange ja eigentlich immer mit 5 an. Aber das Buch hier werde ich schon aussortieren. Stirb mein Prinz, weiß ich genau. Das ist ja irgendwie eine Fortsetzung einer Reihe. Und ich wusste davon irgendwie auch ewig gar nichts. Ich habe es schon ewig auf meinem Sub. Es hat mir jemand in dem Video vorgeschlagen, in dem ich das auf den Vielleicht-Stapel gemacht habe. Und als ich das gelesen habe, dachte ich dann, okay, dann fliegt es auf jeden Fall raus. Also das ist jetzt auf jeden Fall aus dem Aussortiert-Stapel. Und dann habe ich jetzt noch Kill Girl, wo ich gerne reinlesen möchte, von A.R. Tor. Tödliches Verlangen. Woman in Cabin 10, was ja eigentlich ein Thriller war, der sehr gehypt wurde eine Zeit lang, ist von Ruth Ware, aber ich habe ihn irgendwie seitdem nicht angefasst, habe auch dann doch negative Kritiken dazu gehört und dachte mir dann, deswegen probieren wir es jetzt mal aus. Hades von Candace Fox, da habe ich irgendwie gar keine Ambitionen mehr dazu, also gar keine Lust mehr dazu. Ich werde es jetzt trotzdem mal probieren. Und als letztes haben wir Endzeit von Liz Jensen noch. Ja, ein Endzeit-Thriller, weiß nicht. Da ist, glaube ich, mein Interesse auch nicht mehr so groß daran. Aber auch dem geben wir eine Chance. Und ja, ich melde mich, wenn ich da so ein bisschen reingelesen habe und wie mein Gefühl dazu ist. Und bin mal gespannt, wie viele Bücher jetzt am Ende noch bleiben oder auch nicht. Wie ihr sehen könnt, ist es schon ziemlich spät und es ist auch tatsächlich ein paar Tage später, seit dem Intro-Clip, den ich gedreht habe. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt, tut mir auch leid. Ich meine, für euch wird es jetzt wahrscheinlich nicht so viel unterschiedlich sein, weil ihr direkt jetzt das dann seht, aber es war eben von mir aus anders geplant. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein erstes kurzes Update für euch. Ich habe in 3 Bücher jetzt reingelesen oder sogar 4. Genau, 4. 2 ziehen aus und 2 werde ich behalten. Die, die ausziehen, sind Hades oder Hades von Candace Fox und Kill Girl. Kill Girl war irgendwie sehr abstrus und ich glaube, das wird mir einfach nicht gefallen. Es könnte vielleicht doch irgendwie eine seichte, leichte Unterhaltung sein, aber irgendwie die Grundgeschichte spricht mich nicht mehr so an und ich weiß nicht. Also ich glaube, die Person, dieses Cam Girl, kann ganz interessant sein, aber ja, die Grundgeschichte spricht mich nicht so an und dann lasse ich es dann doch lieber. Ich glaube, dann ist es ein bisschen Zeitverschwendung. Und Zeitverschwendung, danach hat sich hier auch Hades irgendwie angefühlt, ich weiß auch nicht, also ich habe einfach kein Interesse mehr daran. Deswegen, die beiden ziehen aus und behalten werde ich Endzeit. So könnt ihr es besser sehen, von Liz Jensen. Da bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht sich nicht doch ein bisschen zieht zwischenzeitig. Aber ich fand es ganz ansprechend geschrieben und doch irgendwo interessant und vielleicht sogar ein bisschen spannend. Und die Grundstory hat sich hier vom Klappentext und allem auch cool angehört. Also da habe ich immer noch Interesse dran. Deswegen bleibt das da. Und Woman in Cabin 10 bleibt auch hier. Ja, da habe ich auch das Gefühl, dass das interessant sein könnte, auch wenn die Geschichte sich jetzt irgendwie nicht so extrem kreativ anhört. Ich weiß nicht, warum dieses Buch so gelobt wurde, weil die Story, ich weiß nicht, hört sich jetzt nicht so mega fantastisch an, aber vielleicht ist ja am Sprachstil dann doch irgendwas oder ist vielleicht doch überraschend oder so, wer weiß. Aber ich fand den Schreibstil auch irgendwie ganz cool. Das ist natürlich eine Übersetzung, aber trotzdem. Ein stilvoller Thriller mit einer fehlbaren, aber sympathischen Heldin. Okay, das hört sich gut an. Und einem rasanten Plot. Rasanter Plot ist immer gut, deswegen, ja. Ich habe jetzt noch 3 weitere Bücher hier mir ausgesucht. Ich glaube, ich werde jetzt aber schlafen. Es ist schon 1.19 Uhr und es ist immer noch, nee, es ist dann ja quasi der 25. Dezember jetzt schon. Also ich, ja, bin am 24. nachts jetzt
spät heimgekommen, habe mir dann noch ein paar Bücher geschnappt, um jetzt auch endlich noch ein bisschen weiterzukommen mit diesem Video. Und ja, jetzt werde ich erstmal schlafen und euch morgen, denke ich, noch ein paar mehr Bücher vorstellen. Bisher läuft's gut, ist ja aber auch erst der Anfang. Also es läuft gut, was das Verhältnis aussortieren und behalten angeht, meine ich damit. Nicht mit diesem Video an sich. Aber es wird. So, guten Morgen. Ich habe hier... einen Moment. Die nächste Runde für euch, die habe ich jetzt heute Morgen und gestern Nacht dann auch noch mal ein bisschen reingelesen und geschaut. Und dieses Mal ist das Verhältnis so, dass die meisten davon hier bleiben. Ja, aber war bei Thrillern ja irgendwie schon klar. Auf jeden Fall werden ausziehen Dornenkleid von Karen Rose. Da hatte ich ja den ersten, müsste das gewesen sein, ja auch schon aussortiert. Und deswegen wird dieser natürlich dann auch ausziehen. Und Toni Parsons, Dein finsteres Herz, hat sich irgendwie jetzt nicht so richtig angefühlt für mich. Und eher nach einer relativ 0815 Story. Also, sorry, aber ciao. Dafür hat sich sehr interessant angehört weiterhin The Watcher, sie sieht dich von Ross Armstrong. Auch Blake fand ich richtig cool. So beim Reinlesen, Schreibstil und auch irgendwie, ja, der Charakter hat mich sehr interessiert. Die drei von Sarah Lotz, genauso auch Tag 4. Die sind ja von der gleichen Autorin und ähnlich aufgebaut, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Aber weiterhin könnte das was werden. Und auch sehr, sehr spannend und cool fand ich schon mal jetzt so beim Reinlesen. Nichts ist je vergessen, Dark Memories. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das tatsächlich im nächsten Jahr auch ganz bald lesen werde. Ja, ich habe jetzt noch einige Bücher vor mir und muss in ein bisschen mehr als einer Stunde jetzt auch schon los zu Weihnachtsessen Nummer 2. Heute ist ja der erste Weihnachtsfeiertag und ich würde dieses Video gerne morgen schon hochladen. Und da bin ich eigentlich auch unterwegs bei meinen Großeltern dann. Also ich bin mal gespannt, ob ich durch die Bücher durchkomme. Ich wollte das eigentlich als letztes, ja, Try-a-Chapter-Video machen. Kann mir aber gut vorstellen, dass ich vielleicht doch kurzfristig abbrechen muss und euch dann nochmal so eine Art Unhaul zeige. Aber ich werde eh dann auch das ganz finale Fazit-Video, also wie viel Geld ich für Bücher ausgegeben habe, wie mein Kaufverhalten generell war, wie das mit der Sub-Challenge lief, also diese Sub-Abbau-Challenge, wie hoch mein Sub dann jetzt auch ist und sowas. Sowas werde ich euch dann eh noch hochladen. Wahrscheinlich dann aber auch erst im neuen Jahr. Ganz am Anfang. Schauen wir mal, wie ich das alles hinbekomme. Ich muss ja zwischen den Jahren auch wieder arbeiten. Ja, ich glaube, meine letzten paar Videos, ich spreche eigentlich nur davon, wie stressig und wie viel zu tun ich habe, wie stressig es ist. Das tut mir extrem leid. Ist wahrscheinlich nicht hilfreich, wenn es euch ähnlich geht, weil dann gebe ich den Stress ja eigentlich nur an euch weiter. Ich versuche mein Bestes trotzdem irgendwie Content zu liefern. Ich hoffe, das merkt ihr. Und ja, es tut mir einfach sehr, sehr leid, wenn der meiste Content dann aber eigentlich nur von, oh, es ist so viel zu tun und oh, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, wie ich es mir vorstelle, ist. So ist aber leider momentan meine Realität. Und ja, so ist jetzt mal der Plan. Ich möchte mich da jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr stressen, dass ich jetzt halb fertig irgendwie erst zu meiner Mutter fahre oder sowas. Ich versuche jetzt noch ein bisschen was hinzubekommen und euch vielleicht dann ganz kurz vorher noch abzudaten. Ansonsten kommt dann wahrscheinlich ein ganz blöd abgeschnittener Cut mit "Sorry Leute, ich habe es doch nicht hinbekommen." Und dann bekommt ihr auf jeden Fall noch ein Fazitvideo, entweder jetzt noch zwischen den Jahren, aber wahrscheinlich wird es dann erst nächstes Jahr der Fall sein, wo ich euch wirklich dann alles final zeige und so. Aber ich denke und hoffe, dass das in Ordnung ist. Und ja, je nachdem. Also wir sehen uns auf jeden Fall dann nochmal später in der Sequenz. Entweder ist es dann die Finale oder die
zweitletzte Sequenz. Ich bin auch gespannt, wie es sein wird. Ihr Lieben, ich habe mich dann doch entschieden, nach Hause zu fahren, beziehungsweise irgendwo musste ich dann auch wieder, weil ja jemand ja auf den Kater wieder aufpassen musste, beziehungsweise es ist einfach nicht so schön, ihn so lange alleine zu lassen, wie gesagt, und deswegen bin ich jetzt doch wieder nach Hause gefahren und morgen geht es dann zu meinen Großeltern, also ich fahre wirklich viel rum aktuell und ja, trotz allem habe ich hier jetzt nochmal zwei Stapel aussortiert und nicht aussortiert. Und der aussortierte Stapel ist größer. Ja, ich habe mich jetzt nämlich tatsächlich dazu entschieden, alle meine Karen Slaughter Bücher auszusortieren. Ich fand Belladonna einfach nur super, aber ich habe seitdem einfach nicht mehr weitergelesen. Und ja, ich glaube, es ist Zeit, mich von den Büchern zu trennen. Wenn ich dann irgendwann wieder Lust drauf habe, dann kann ich auf jeden Fall Hörbücher hören oder, keine Ahnung, E-Books oder so. Also da gibt es immer mal wieder eine Möglichkeit. Ich werde mich jetzt von diesen Büchern trennen. Dann haben wir hier noch eine andere Reihe von Karen Slaughter. Ich werde mich außerdem von Jagdtrip, so rum, ja genau, von Jack Ketchum trennen. Ich bin da auch nicht mehr so interessiert dran. Jack Ketchum, da habe ich mal ein Buch von gelesen von ihm und das fand ich damals okay, aber es war auch irgendwie grotesk und ja. Deswegen kommt auch das weg. Und ja, ich werde mich von Ein plötzlicher Todesfall von J.K. Rowling trennen. Einfach weil ich auch dieses Buch schon ewig habe und ich weiß, ich werde es niemals lesen. Für mich ist J.K. Rowling Harry Potter. Und ich möchte diese Autorin aber leider dann auch andersartig nicht unterstützen. Bei Harry Potter muss ich irgendwie doch versuchen, die Autorin irgendwo vom Werk zu trennen. Sie ist ja sehr in Verruf geraten. Vor, wann war denn das? 2, 3 Jahren? Vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Abfällig gegenüber Transgender-Menschen zu sprechen. Und das kann ich einfach nicht gutheißen. Ja, und deswegen kommt dieses Buch weg. Und die Bücher, die ich behalte, sind 4 Stück. Zum einen Blackbird von Anna Carey. Papierjunge von Christina Olson. Da hat sich die Geschichte weiterhin super spannend angehört. Und Blackbird ist so ein Buch, da kommt man, glaube ich, wirklich schnell durch. Es ist groß geschrieben, es ist dünn, es ist ein Jugendbuch. Und die Grundstory hat sich auch interessant angehört. Ich fand auch den Schreibstil jetzt beim Reinlesen ganz cool. Locker flockig. Der Nebelmann, auch weiterhin sehr cool. Ich war mir hier nicht ganz sicher, ob das ein nordischer Roman ist, aber er spielt tatsächlich in Italien. Und zwar wohl im Norden Italiens im Schnee. Sehr interessant. Ja, und Spiel des Lebens fand ich auch weiterhin cool von Veit Etzold. Da werde ich auch auf jeden Fall ganz bald reinlesen, denke ich. Ja, und ich habe jetzt noch ein paar Bücher vor mir, aber ich werde tatsächlich jetzt dieses Video an dieser Stelle beenden. Ich bin mir einfach sicher, dass ich jetzt mich noch extrem dahinter klemmen müsste, die restlichen Bücher jetzt noch einigermaßen gut in die Hand nehmen zu können und durchblättern zu können, reinlesen zu können etc. Und ja, es ist jetzt auch schon wieder 22:30. Morgen muss ich relativ früh dann auch zu meinen Großeltern losfahren. Und ja, ich möchte dann auch doch noch ein bisschen Freizeit haben und mich ein bisschen entspannen. Und deswegen werde ich die anderen Bücher, wie vorher besprochen, off-camera erstmal weiterlesen. Und euch dann in den nächsten Tagen, wahrscheinlich erst im neuen Jahr, wir werden sehen, wann das Video kommt. Auch hier möchte ich mir keinen Stress machen. Ein Fazitvideo mit dem tatsächlich letzten Endes Substand und den dann von diesem Stapel nochmal aussortierten Büchern abdrehen und zeigen. Und ja, habt ihr auch nochmal irgendwas vor, bis Ende des Jahres durchzuziehen? Und habt ihr auch bei der Sub-Challenge mitgemacht? Wie lief die dieses Jahr für euch? Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut bei Oceans Apart im Link nochmal vorbei. Ganz großen Dank auch nochmal
an Oceans Apart an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.